Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part des Let's Plays. Ich spiele heute wieder eure Level und wir sehen hier, 6 Level sind wieder für mich eingereicht worden. Finde ich ganz cool. Fangen wir an mit Baum HD Weltall Quiz von Osborne Mix. Hey Baum, in diesem Level kannst du dein Wissen über das Weltall testen, beim Runterfallen immer Steuerung drücken, weil ich noch nicht den richtigen Mechanismus zum Abbremsen gefunden habe. Auf Design habe ich nicht so viel Wert gelegt wie beim letzten Level. Okay. Ja, ist immerhin nicht Standard-Design, also es ist schon nicht schlecht. Okay. Ich dachte, es wäre ein Quiz. Warum ist hier eine Harpune? Okay. Auf welchem Mond in unserem Sonnensystem könnte theoretisch Leben herrschen? Ah, da habe ich keine Ahnung. Ich rate jetzt einfach mal Europa. Wahrscheinlich ist es Amerika. Obwohl, Amerika gibt es, glaube ich, gar nicht. Jetzt steckt die Harpune in mir drin und funktioniert wahrscheinlich nicht. Also den Mond Europa kenne ich immerhin. Amerika habe ich noch nicht gehört, dass das ein Mond sein soll. Deshalb denke ich mal, es wird wohl Europa sein. Es sei denn, da gibt es noch eine dritte Auswahlmöglichkeit. Dass du die Teile benutzt hast, ist ja richtig. Also ich meine, das ist eigentlich kein so schlechter Auffangmechanismus, aber das hier ist jetzt nicht ganz so gut gelöst. Ich würde da vorher eine Rampe oder so drauf machen, dass man dann da hochkommt. Auf Europa existiert Wasser, deshalb könnte bakterielles Leben existieren. Ja. Okay. Welcher von diesen Himmelskörpern ist ein Zwergplanet? Iris oder Epting? Beides noch nicht gehört. Also Iris sagt mir was, aber nicht als Planet eigentlich. Nehme ich einfach mal Epting. Ah, leider falsch. Nicht viel zu erklären. Okay. Es gibt einen Mond, der... Nein! Aber Ganymed stimmt. Ja, das hätte ich sogar gewusst. Ganymed ist, glaube ein Mond vom Jupiter, ja. Ganymed kreist um den Jupiter. Wenn er kein Mond wäre, würde er ein eigener Planet sein. Ja, ist schon nicht schlecht. Hat es dir gefallen? War ganz nett. Also die Fragen waren gut, ich gebe dir 4 Sterne. So, bauen wir den Geometry Dash von Affe mit Waffe. Guter Name. Viel Spaß und bitte Verbesserungsvorschläge dalassen. Will das Paluten ein schmackotastisches Level bekommen und brauche Hilfe von einem Profi wie dir. Danke für das Loop. So, wenn das nicht schafft, einfach hier runter. Ist aber auch recht schwer. Muss ich hier Jump'n'Run machen? Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Also wie Geometry Dash sieht es bisher noch nicht aus. Hä? Moment. Ich verstehe das noch nicht ganz. Ach, da oben steht noch ein Text. Moment. Viel Spaß beim Geometry Dash Level. Bitte Verbesserungsvorschläge sagen. Wie geht's euch? Oh. Ja, okay, man kann hier auf jeden Fall hochspringen. Nehme ich mal an, dass man hier das Jump'n'Run machen muss. Oh. Yes. Mit dem Segway komme ich eigentlich recht gut klar. Ah, oh, das war jetzt knapp. Aber du wolltest ja Verbesserungsvorschläge für ein Geometry Dash Level haben. So, dann Moment. Ich habe nämlich auch mal ein Geometry Dash Level gemacht und ich fand deins sah jetzt nicht besonders nach Geometry Dash aus. Mein zweites Level, was ich hier gemacht habe, war Geometry. Ja. Ich zeig dir das mal ganz kurz. Habe ich immerhin es ein bisschen aussehen lassen wie Geometry Dash. Also wenn ich es heute machen würde, würde es immer noch um einiges besser aussehen. Also einige Sachen hier sind auf jeden Fall schlecht, aber deins sah ja nicht wirklich nach Geometry Dash aus und meins. Da kann man es immerhin schon erkennen. Also designtechnisch war das noch nicht so stark. Gameplay war zwar ganz gut, das hat mir gefallen, aber hier zum Beispiel, dass man, ja, das fände ich auf jeden Fall stärker. Ich bewerte dein Level... Jetzt habe ich noch einen Hashtag hinten dran geklatscht. Ich bewerte dein Level jetzt mal nicht, weil... Ja, ich würde, glaube ich, sogar zwei Sterne geben oder so. War noch nicht so stark, aber das kann ja noch besser werden. Okay, Baum HD in den Bergen von Ryzen PvP. Hey Baum, ich wollte dieses Level für Paluten einreichen und wollte deine Meinung hören. Viel Spaß. PS, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Danke. Okay, bitte sehr. Kein Problem. Nehmen wir mal den Fahrertypi. Oh, Hepal und Anna, das ist ein neues Level von mir. Ist meiner Meinung nach auch mein Bestes. Ich habe mich diesmal mehr auf das Gestalterische konzentriert. Story, du bist auf einer Fahrradtour mit Timmy und du hast bemerkt, dass nicht so alles stimmt. Du fährst weiter und bemerkst, dass die Welt untergeht. Coole Story auf jeden Fall. Noch ist nichts geschehen, aber ein paar Sachen sind vom Himmel gefallen, um auch den letzten auszulöschen.
Du also bist auf dem Weg zur Sonne, um mit dir wegzureisen. Fährst lass mal Timmy am Leben, der freut sich auch mal, wenn er was mit dir beenden kann. Ich versuch's. Die Mine überspringen wir gekonnt nicht. Das war jetzt gut. Vorhin beim zweiten Teil kommen wir hier aber rüber. Die Berge sehen ja schon mal okay aus. Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr mit Schatten arbeiten oder noch ein paar Steine hinzufügen oder so. Aber ja. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, was ich von diesem Level halten soll, weil Arroganz und Minen als einziges Gameplay-technisch. Ich bin mir dann noch nicht so sicher. Muss mal gucken, ob da vielleicht kommt da noch was. Nein. Okay, jetzt sind wir in den Wolken. Und hoffe, es hat dir gefallen. Ja, es war nicht schlecht. Also, ich würde dir 3 Sterne geben. Kannst du auf jeden Fall für Palle einreichen. War kein schlechtes Level. Kannst noch ein bisschen mit Schatten arbeiten versuchen oder so. Aber, ja. War schon mal nicht schlecht. Bomber D Alien von Happy Wheeler. Oh, hat sehr gute Bewertung gekriegt. Ist gut. Hi Bomber D, ich würde mich freuen, wenn du das Level spielst und mir Verbesserungsvorschläge machst. PS, du bist der beste Levelbauer, den ich kenne. Dankeschön. Und nur dank deinem Tutorial-Design habe ich die Bäume und auch ein paar andere Sachen geschafft. Okay, legen wir mal los. Können jetzt noch den Character forcen, weil wir schon bei Verbesserungsvorschlägen sind. Einfach den Haken bei Force Character anmachen. Jetzt lädt's nicht. Mein Internet ist heute ziemlich schlecht. Wahrscheinlich liegt's daran. Oh ja, okay. Das sieht ja schon mal nice aus. Timmy und sein Dad machen einen Ausflug. Sie ahnen noch nicht, was sie alles erleben werden. Das sieht ja schon echt gut aus. Auch mit dem Schattenwurf schön gearbeitet. Bäume mal kopiert. Das mache ich auch. Das ist ja nicht schlimm. Oh, da ist das UFO. Das sieht auch ganz gut aus. Saugt uns das jetzt an. Oh ja, tatsächlich. Das ist gut gemacht. Das gefällt mir. Okay. In den Boost. Da fliegen wir. Alter, das sieht richtig gut aus. Also, gefällt mir bisher echt gut. Was passiert jetzt? Oh. Geht hier die Tür auf. Drücke ich den Knopf. Alter, das ist. Oh, das ist richtig gut gemacht. Sehr gut mit den Triggern gearbeitet und mit den Sliding Joints. Fällt es runter? Ja, ich wusste es. Ein bisschen Speed aufbauen und gegen die Wand. Das sieht auch nice aus mit dem Fenster. Also ist sehr gut gestaltet. Let's show, da ist die Erde. Ja, Timmy, du hast recht. Gefällt mir echt gut. Gucken wir mal weiter. Oh, ein Alien. Timmy, bleib hinter mir. Au, au, au. Probieren wir's. Ja. So, unsichtbare Wand ist. Er löst sich einfach auf. Also, genialer Kampf. Oh nein, er ist verschwunden. Oh, Timmy ist tot. Wie ist das passiert? Weiß ich nicht. Egal. Sieht aus, als wäre es ein Jetwall. Mal gucken, ob es stimmt. Ja, ich hatte recht. Oh. Wenn ich jetzt fail, wäre es aber ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt wirklich schon lange dieses Level spiele. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt auch schaffe. Oh, ja. Wunderbar. Jetzt taucht wahrscheinlich der Alien wieder auf. Genau. Und, boah, einfach wieder verschwunden. Meister der Teleportation. Ich glaube, wir sind da. Timmy ist aber nicht mehr da. Schade. Kontrollpult. Okay, und was passiert jetzt? Jetzt fliegen wir runter. Okay. Kann man mal machen. Sind wir jetzt auf einem fremden... Ich lese die Story einfach weiter vor. Jetzt ist die auch weg. Okay. Ich habe dieses Level jetzt auf jeden Fall lange genug gespielt. 5 Sterne auf jeden Fall wert. Richtig gut. Aber ich könnte jetzt nochmal spielen. Und ja, aber wegen den ganzen unsichtbaren Wänden, die einen immer ausbremsen, habe ich da jetzt nicht so viel Lust drauf. Das Level war auf jeden Fall richtig geil. Ja. Also, da du es so auf Story basiert hast, ja, kann man halt wenig mit dem Gameplay machen. Also, ja, dass man dann nicht mehr einfach durchrushen kann.
hättest einen Checkpoint einbauen können, das wäre gut gewesen. Okay, bau mal die Nah von The Real GGlicious. Ich weiß sogar, wie du ausgesprochen wirst, weil du es mal geschrieben hast. Hey Baumi, ich finde, du bist der beste Levelbauer in Happy Wheels. Dankeschön. Bei diesem Level solltest du nicht aufs Gameplay, sondern auf die Gestaltung achten. Bitte gib mir ein paar Tipps, ich habe mir viel Mühe gegeben, meine Hand schwitzt sogar. Bauzeit 4 Stunden, viel Spaß. Okay, der Stein sieht schon mal nice aus. Willkommen, Oddwood. Okay, das sieht gut aus bisher. Ja, ich guck's mir mal nochmal an. War jetzt nicht viel Gameplay-technisch drin, aber du hast ja auch extra gesagt, man soll aufs Design achten. Sieht schon ganz nice aus eigentlich. Gefällt mir recht gut. Ja, wenn du es jetzt noch mit Gameplay verbindest, dann kriegst du auch 5 Sterne. Und bau mal die. Erstes Level nehme ich an, von Jamie1123. Hey, Bombardiers Level, habe ich schon für Paluten angereicht. Ich glaube, er mocht es. Und hoffentlich du auch. Bitte bewerte es. Mal gucken. Immer kurz warten, wait for screen. Okay. Ah, jetzt triggere ich den Meteor. Moment, das muss direkt restarten. Also, du hast schon mal nicht schlecht mit Triggern gearbeitet. Gefällt mir einigermaßen gut. Den Boden hätte vielleicht ein bisschen eben machen, das wäre noch ganz gut gewesen. Okay, dann gehen wir hier runter. Nehmen wir an, der Meteor passt da nicht durch. Okay. Sind wir. Ach, der Baum sieht nicht ganz so schön aus. Und das Gras auch nicht. Kannst dir ein bisschen mehr Mühe geben, langsam runter. Machen wir einen Frontflip. Okay, da ist ein komisches Monster. Ach stimmt, ich hab die Folge von Palle sogar gesehen. Fällt mir gerade auf. Slow Part machen wir mal so. Langsam. Okay. Ich bin langsam. Okay, lande auf dem Glas. Und was kommt jetzt? Muss man hier. Oh. Ich mach mal ein bisschen links, rechts. Oh, ich bin zu weit. Ach, hier ist der Victory. Okay. Also die 1 Stern hat es nicht verdient. Ich hätte jetzt nochmal 3 gegeben, aber um die Bewertung auszugleichen, mache ich 4. Also eigentlich ist es mir 3 Sterne wert. War ein ganz gutes Level. Bitte bewerte es, ja, habe ich gemacht. Ja, okay, das war's dann von dieser Folge. Wir sehen uns dann in einem oder 2 Tagen. Kommt drauf an, wie viele Level eingereicht werden. Nochmal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.